Mr. DeWitt. Mr. DeWitt! Are you all right? I'm fine. You were dreaming. You kept saying your daughter's name, Sally. She's not my daughter. I thought... Pain and beauty! To an artist, they are parent and child. Cohen? I'm sending you to find your young one. No need to thank me. I'm not so sure you'll like what you find. Look. Fontaine's. Ryan sent the whole thing to the bottom. But it's a prison now. Why would Cohen have sent Sally there? I don't know. Everyone has needs. I merely provide a service for those who have the means to pay. You'll find your little bird in the housewares department. How many people do you suppose Ryan's got locked up in that place? Enough. Fontaine had amassed something near an army. Now they're down there, spliced up and wild. All right, there's a dock up ahead. Takes a cold son of a bitch to do that to a living person. What's that? Barry, let's see. You read your residency contract with Ryan Industries? In perpetuity, we're all buried at sea. Stinkt ein bisschen hier und wir... Comfortable. Keep your eyes open. Ich glaube, der angenehme Teil der Reise ist vorbei und wir befinden uns jetzt in... Seem to be some supplies this way, Mr. DeWitt. It's Booker. What? Just call me Booker. If it's all the same to you, let's leave it at Mr. DeWitt. Au. Oh. Flashbacks. Wir befinden uns jetzt in Fontaines Fabrik, in der ehemaligen Fabrik, die am Grunde des Ozeans versenkt wurde, noch tiefer als Rapture eigentlich liegt. Und hier ist inzwischen ein Knast, in dem die ganzen Helfer und Helfershelfer von Fontaine, und das waren nicht wenige, eingesperrt wurden. Und natürlich... Durchsuchen wir wieder alles. Und ab hier geht das Spiel quasi los. Der schöne Teil ist vorbei. Willkommen zurück in Rapture. Oh. Ich wusste gar nicht, dass wir schon ein Plasmidchen drin haben. Und der Fontaine hatte seine Finger quasi in vielen, vielen Geschäften drin. Der hat viel übernommen. Sander Cohens The Black Dream. Der schwarze Traum.
Joa? 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 Joa! Na endlich ist das mal vorbei! Alter, was für ein Scheiß! Sowas kannst du nicht auf YouTube hochladen! Drücke linke Maustaste zum Abfeuern deiner Waffe, drücke rechte Maustaste, um ein Plasmid einzusetzen. Ich find's interessant, dass wir gleich zu Anfang jetzt Plasmide haben. Hätte ich mal so nicht gedacht. Und ich find's auch interessant, dass der Blackscreen, das Overlay, nicht ganz für 2K-Monitore reicht, wie es aussieht. Und wer sich mit Plasmiden noch auskennt, Feuer hilft gegen Eis. Gegen Eis? Alter, das hilft gegen Eis. Wieso hilft das nicht? Eigentlich hilft das gegen Eis, aber scheinbar nicht gegen alles an Eis. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Plasmide nach und nach wieder aufladen würden, wie so ein Gesundheitsbalken, so ein guter Alter. Aber leider ist das ja nicht so. Und wir müssen immer gucken, wo wir Eve herkriegen. Das ist so eine Art Mana. Look up there. Jo. Deine Brust guckt aus dem Licht. Oh, was ist das? Yelt, Yelt. Den Schnaps lasse ich stehen, da habe ich kein Interesse dran. Mist, jetzt habe ich geraucht aus Versehen. Wollte ich gar nicht. Süßigkeiten-Schachtel. Das ist offenbar keine Tür oder ich weiß nicht genau, wie die funktioniert. Ach, hier Soda trinken gibt Eve. Ach du Scheiße. Hier sieht's mehr aus, als hätte Cohen schon gewütet. Was ist das denn? Ach, das ist so ein Grapple-Hook. Was macht denn der hier? So ein Skyhook. Der dürfte gar nicht hier sein. Wir sind doch in Rapture. Kann ich den enteisen? Nein. Das ist ja blöd. Na egal. Ach hier, ach. Ja, toll. Could be handy. Skyhook. Skyhook? You mean the air grabber? Kids use them to ride around up on the pneumo lines. Air grabber? Huh. Constants and variables. Constants and what? Never mind. Das heißt, Elizabeth weiß Bescheid. Sie hat das Ding Skyhook genannt und sie wusste von den Konstanten und Variablen, der Turm und der Mann. Das sind immer die Konstanten. Und der Air Grabber ist offenbar eine Variable vom Skyhook. Also Variable heißt ja, ist Variable benannt in dem Fall. Da kommen wir jetzt nicht durch, aber wahrscheinlich da oben irgendwie, oder? So, ich suche noch mal ein bisschen weiter. Die Frage ist natürlich... Das kriegen wir nicht auf. Die Frage ist, wo kommen wir jetzt weiter? Da hinten geht's noch durch. Warte, oder? Nee. Per Frachthaken kannst du auf hohe Ebene gelangen. Ist hier gerade eine hohe... Ach, da! Goddamn Grabber stuck. Mr. DeWitt! Someone's coming! All right, I got the grabber unjammed. These new songs. Fuah! Bam! Eine Thermosflasche ist immer gut. Ja. Housewares. That's where Cohen said we'd find Sally. The store ran trams between the three buildings. We'll need to avail ourselves of that. Assuming it still works. Optimism, Mr. DeWitt. It helps in situations like this. Okay, wir müssen also zur Tram und dann irgendwie rüber zu den Housewares. Ich weiß noch nicht genau, wie wir da hinkommen. Ich glaube nicht, dass sie uns die Tram direkt dahin führt. Boah, das Eisplasmid, also wenn das hier mit dem Eisplasmid funktioniert, dann hat das deutlich an Wert gewonnen. Wenn man damit Brücken bilden kann, ja, doch, Brücken bilden passt schon. Gewe, nice. So. So, erstmal eine rauchen. Schön Werbung.
When did you come to Rapture? Oh, it was, I guess around 51? No, 48? That's a rather large gap. Time. Life I had before. Sort of becomes a blur. 49. 49 for sure. Damn. You look a mess, Mr. DeWitt. Just keep your eyes open for splicers. They can do us a whole lot worse. Eat it up. Well, it's good for you, you know? I've never heard of birds that didn't like seeds. What's the matter with you? Do you think it's poison? Die Frage ist, ob die alle böse sind, aber ich glaube ja. Ich glaube, die sind schon ein bisschen gespliced. Why are my hands all red? It's trouble. Gotta scrub this blood off. Da oben ist noch einer. Da sehe ich die Schachtel. Okay, wenn ich schleiche. Hallo? Ich glaube, sie füttert gerade tote Vögel. Mist! Scheiße, ich habe keine Muni mehr, wie es aussieht. Wie saut denn er ab? Kacke. Ich habe jetzt nicht auf meine Muni geachtet. Mist! Catch, Mr. DeWitt. That'll do! Mittlere Maustaste, die war's. Ich bin wieder mal ein bisschen raus bei Bioshock Infinite. Ich muss immer wieder ein bisschen üben. Aber das kriegen wir schon hin. Mittlere Maustaste, das war ja mein Ding. Ja. Well, there's the tram. That splicer had no problem freezing a path for himself before. I'm sure he'll be happy to do the same for us. I have no doubt you'll prove persuasive. Finde einen Weg, das Wasser zu gefrieren. Können wir ja nicht mit dem Haken rüber? Nee. Wo bist du denn? Lauf doch nicht weg. An ice rink. Be good at places any to look for our new friend. Says it's on the top floor. So we go up. Profil speichern, aber bevor wir dahin gehen, gehen wir natürlich mal dahin, wo wir nicht sollen. Ist ja klar. Und hier haben wir auch einen Verkaufsautomat. Der Zirkus der Werte. Und er sieht auch wirklich genauso aus. Wir haben ja immer einen 22 Dollar, vielleicht können wir ein bisschen... So, zack, zack, zweimal Munition kaufen, dann sind wir auch schon pleite. Hier ist noch ein bisschen Eve. Ja, kippen wollen wir nicht. Ich würde gerne die Kasse durchsuchen, aber das geht nicht. Ein Saufen will ich auch nicht. Und jetzt ist die Frage natürlich, wo kommen wir hin, wo wir eigentlich nicht sein sollten? Another burst pipe. Store sunk a few hundred feet beyond its specifications. More pressure, more burst pipes. Okay, hier kommen wir auch nicht lang. Das Väterchen Frostplasmid haben wir noch nicht. Wieso heißt das jetzt Väterchen Frost, nicht mehr nur Frost? So, Zirkus der Werte, wissen wir ja. So, ich nehme mal alles Geld mit, was wir kriegen können. Deswegen müssen wir auch alles absuchen, damit wir uns die Sachen auch leisten können. Hier zum Beispiel. Frostboost können wir uns alles noch nicht leisten. Pipapo ist alles viel zu teuer. Und ich glaube, auch hier werden die Dinares wieder ein bisschen sparsamer verteilt. Deswegen müssen wir aufpassen, wie viel Geld wir haben und wie viel wir kriegen. Hier wird immer gespeichert automatisch. Das ist sehr höflich.
um Lockpick bitten. Damn thing's locked. Let me see that. Oh, have matters progressed so little? I could turn this with a rake pick. Done. Where'd you learn that? Oh, it's something I picked up a long time ago. Yeah. Our frozen friend leaves a hell of a trail. A long time ago, sagt sie. Und sie weiß ja... Sie weiß ja eigentlich, dass wir ihr Vater sind. Das müsste sie ja eigentlich wissen. Just let me in, okay? Mr. DeWitt, Slicers. Fontaine, he said we're all equal down here now, all in the same boat. I just want a taste of some high-class food. Splicers, I don't think they see us. If you keep quiet, maybe you can get the drop on them. Even the odds. Yeah. Maybe even lay down a trap or two. So, die Frage ist, kann ich Fallen auf den Punkt legen oder nur da, wo ich bin? Ach, guck mal. Ach, das war's noch nicht. Boah, Mann, nur auf, dich zu bewegen. Boah, wie die zielen kann. Jetzt gar nicht mehr. Und offenbar gab es auch schon jetzt Splicer und die haben dann ja zum Silvesterfest quasi... die Kontrolle über Rapture übernommen und das ganze Ding über den Haufen geworfen. Zu dem abgefuckten Rapture, was wir dann eigentlich kannten. So, Munition nehmen wir mit. Hier wollten die rein, aber wir gucken... Was? Knacken nicht möglich? Knacken nicht möglich! Wir haben keinen Lockpick mehr, wie es aussieht. Na, sieh mal einer an. Ich glaube, wir nähern uns dem Frostplasmid. Because you're not one of them, Fontaines. Ach, hör auf. Da ist ja eine Kamera. I've been on a sabbatical for going on 15 years now. I get some work, but I want to get back to real acting. Jo, das war ein Splicer. Und ein Audiotagebuch. Ryan, you bastard. Left me here to rot. Sure, I signed the contract. Helped turn Fontaine into a prison. 10 days, big rush, everything slapped at. Right before the prisoners are brought in. One of your piece of shit turrets. Bam! Both kneecaps. Now I'm likely a cripple locked in a jail, surrounded by maniacs. I haven't even been paid, but I don't care. Just get me out of here! Ach, sieh mal einer an. Mr. DeWitt, take a look. You spit, Rabbit. You spit, Frankie. And you leave me what? You don't tolerate no one. Make yourself heard. Psst, Elizabeth, komm zurück. Wo ist der andere? Vielleicht versteckt er sich am Endscreen. Naja, ist dann doch eher unwahrscheinlich. Was ich allerdings übrigens ein bisschen schade finde, ist, dass wir so direkt jetzt in dieses Fontaine-Ding reingeschmissen werden, wo auf einmal sofort wieder Splicer sind. Ich hätte mir da mehr so einen flüssigeren Übergang gewünscht zwischen dem alten Rapture, wo alle leben, und so einer verfallenen Ruine. Aber andererseits, es tut gut, wieder zu Hause zu sein.